Es ist das Herzstück des Schwimmparadieses in Lobeda West. Das neue, wettkampftaugliche 50-Meter-Becken. Schwimmbahnen in dieser Größe gab es in Jena bislang nicht. Daran wollte die Bädergesellschaft gemeinsam mit den Stadtwerken und der Stadt etwas ändern. Seit dem ersten Spatenstich im Oktober 2020 sind mittlerweile knapp 3 Jahre vergangen. Die Halle ist jetzt nach ausgiebigen Tests bereit für die Eröffnung, die für den kommenden Montag geplant ist. Diesen Meilenstein nahmen die Verantwortlichen zum Anlass, die Bauzeit noch einmal Revue passieren zu lassen. Nicht nur Bäderchefin Susanne Zetzmann war am Dienstagnachmittag sehr glücklich über die Fertigstellung. Ja, tatsächlich für uns, für mich, aber auch viele von unseren Kollegen und Mitarbeitern ist es ein ganz besonderer, aber auch sehr emotionaler Moment, dass wir nach so einer langen Bauzeit, oder so lang war es eigentlich gar nicht, aber dass wir nach der Bauzeit hier jetzt die Halle eröffnen dürfen. Auch bei Oberbürgermeister Thomas Nitsche ist die Freude groß. Schließlich waren die Forderungen nach einer neuen Schwimmhalle schon während seines OB-Wahlkampfs im Jahr 2018 ein wichtiges stadtpolitisches Thema. Es ist vor allem der Bürgerinitiative Schwimmhalle für Jena zu verdanken, dass dieses Projekt auf die Tagesordnung kam. Aber nur durch eine enge Zusammenarbeit zwischen Stadt, Bädergesellschaft, Stadtwerken und Freistaat war die neue Schwimmhalle letztlich realisierbar. Das 50-Meter-Becken kann durch eine bewegliche Trennwand in 2 25-Meter-Becken aufgeteilt werden, wodurch jetzt genügend Schwimmkapazitäten vorhanden sind. Wir wissen schon lange, dass wir eigentlich viel zu wenig Schwimmfläche für die Bevölkerung in Jena hatten, muss man inzwischen sagen. Denn mit dieser Halle haben wir es jetzt. Und wir haben damals dann darauf geachtet, als die Grundsatzentscheidung stand, jawohl, wir bauen das, dass man dann nicht an der falschen Stelle spart, sondern dass man dann auch ein Leerschwimmbecken mit integriert, dass man diese bewegliche Zwischenmauer hat, dass man die Bahnen auch teilen kann. Und so hat man am Ende sogar 3 abgrenzbare Bereiche, wo 3 verschiedene Nutzergruppen zeitgleich rein können. Und damit haben wir jetzt die Kapazitäten, die wir nach Sportentwicklungsplanung auch haben müssen als Stadt unserer Größe. Für den Neubau fielen Investitionskosten in Höhe von etwas mehr als 17 Millionen Euro an, was weniger als 10% über den ursprünglich geplanten Kosten lag. Der Freistaat steuerte 6 Millionen Euro bei. Über das Ergebnis können sich jetzt vor allem Wassersportler freuen, für die der Leistungsgedanke eine Rolle spielt. Ja, im Gegensatz zum Galaxy, was ein reines, klassisches, wirklich Spaßbad ist, was wir auch weiterentwickeln wollen, dreht sich hier alles rund um den Sport. Also wir haben wirklich extrem gute Bedingungen, um hier sportlich aktiv zu werden, sowohl von ganz Kleinen, die ihre ersten Züge bei uns hier im Leerschwimmbecken machen, von 0 cm kann man das einstellen bis 1,80 m. Also da kann man die Anfänge starten bis hin zu einem wirklich hochprofessionellen 50-Meter-Becken, was die Kategorie B des Deutschen Schwimmverbandes erfüllt, wo auch Wettkämpfe stattfinden können, also wo man wirklich perfekte Trainingsbedingungen hat. Am Freitag gibt es zunächst ein Anbaden im geschlossenen Rahmen. Für die Allgemeinheit öffnet das Schwimmparadies dann am Montag, den 28. August um 11 Uhr. Die Bädergesellschaft rechnet mit großem Andrang. Wer auf Nummer sicher gehen will, kann online unter stadtwerke-jena.de/bäder ein Ticket im Vorverkauf erwerben.